Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wandern im Saarland. Ja, seit langem mal wieder eine Folge Wandern im Saarland, denn bei mir in der Nähe hat eine neue Traumschleife eröffnet. Erst vor ein paar Wochen, 27.09. Heute haben wir den 11. Oktober. Ja. Eine Runde, knappe 10 Kilometer. Schauen wir uns einfach mal an. Viel Spaß dabei. Also der Name der Traumschleife Waldzeit verspricht ja einiges. Das heißt, wir werden viel im Wald auf kleinen Pfaden unterwegs sein. Ja, glaube ich, ganz cool. Am Anfang geht es jetzt aber direkt mal. Da geht es einmal durch den Baum durch mit der Kamera. Ne, direkt mal hier am Sportplatz vorbei. Da ist heute ein Fußballspiel und dementsprechend sind hier ziemlich viele unterwegs und auch. Ja, die letzten Tage war es hier ziemlich regnerig. Jetzt ist mal wieder trockenes Wetter und ja, viele sind deswegen auf Tour. Ich kam jetzt nach kurzer Strecke an dieser kleinen Waldkapelle vorbei und jetzt biegt der Weg hier ab, direkt in den Wald rein. Auf kleinen Pfaden geht es jetzt hier weiter. Ja, der erste Kilometer ist geschafft. Wir haben jetzt den kleinen Waldpfad verlassen, sind wieder auf dem ganz normalen Forstweg unterwegs. Kamen eben an dieser ziemlich imposanten Eiche vorbei. Ja, bisher ist der Weg wirklich sehr schön. Vom Feld aus ging es jetzt gerade hier diesen schönen kleinen Pfad hier hoch und dann sind wir angekommen an der Waldzeitallee. Herrlich, da gehen wir jetzt durch. Schöne Allee aus Bäumen. Nachdem wir die Waldzeitallee passiert haben, haben wir jetzt hier den Kriegelsbergturm erreicht bei Kilometer 3. Und hier gibt es eine schöne Rundumsicht und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, vom Kriegelsbergturm aus ging es etwa 1 Kilometer lang am Waldrand entlang. Und jetzt sind wir wieder im Wald drin, auf schönen kleinen Pfaden. Wunderbar. Leute, es ist Kastanienzeit. Aber die hier sind sehr klein. Die lassen wir den Tieren hier im Wald.
Ja, wir haben jetzt diese schöne Kneippanlage erreicht. Da läuft das Wasser hinten frisch aus der Quelle raus. Machen hier mal eine schöne Pause. Ich habe hier so einen leckeren Grießbrei dabei von Track and Eat. Grießbrei mit Früchten, aber nicht so die typischen Beerenfrüchte, sondern so ein bisschen ja tropisch mit, ja, was ist da drin, was habe ich gesagt? Ananas, Papaya, Mango, Bananen, Kokosnuss, Cranberries. Hört sich sehr lecker an, das essen wir gleich mal. Dazu gibt es gleich noch ein schönes Käffchen. Und danach gehe ich in die Kneipanlage. Kalt ist es. Aber ich hätte es mir tatsächlich kälter vorgestellt. Oh ja, jetzt schießt langsam rein. Oh, jetzt fängt es an zu. Oh. Heidewitzka. Und war's schön? Ja. Tat's gut. Von der Konsistenz gucken wir. Kann der noch ein bisschen Wasser oder ist das okay so? Finde ich es gut. Ist okay? Ja. Nom, nom, nom. Mahlzeit. Nom. Mal völliges Frühstück raten. Du hast schon vorher gelesen, was drin ist. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich jetzt in meinem Mund habe. Ach so. Ananas. Und jetzt hier was Orangenes, das könnte Papaya sein. Also da steht eigentlich, dass das ein Dessert ist. Ich finde, es geht als Frühstück einfach voll klar draußen. Für morgens das Samen im Bauch. Ja, klar. Schatzt du auch mal? Und was hattest du für eine Frucht? Ich glaube, das war ein nicht aufgeweichtes Grießstückchen. Das war jetzt irgendwie gar nicht. Schlecht so gerührt, okay. Mein Fehler. Ich sag doch, du hast nicht so doll gerührt. Ich wollte es nochmal machen. Ja, die Kneippanlage haben wir hinter uns gelassen. Das Track and Eat war sehr lecker. Jetzt kommen wir hier noch an einer weiteren Schutzhütte vorbei. Hier ist sogar noch eine Quelle. Ja, und weiter geht's durch den Wald. Und wir haben eine schöne Waldzeit. Freunde, das war doch mal ein richtig schöner Waldpfad. Schön, ja, direkt neben dem Feld eigentlich, gerade am Waldrand entlang. Total schöner Waldboden, herrlicher Single Trail. So soll's sein. Ja, noch eine weitere Rastmöglichkeit, die Lindenhütte. Ja, auch für größere Gruppen, kein Problem. Ja, wir sind auf den letzten, ja, ungefähr 1,5 Kilometern dieser Tour. Jetzt kommen wir gleich nochmal an einem kleinen Waldsee vorbei. Da scheint es auch eine Pausenanlage zu geben mit Bänken. Denn da steht als Highlight auf der Tour Auszeit am Waldsee. Dann kommen wir noch zur Freilichtbühne. Die müsste dort auch sein. Ja, relativ bekannt hier in der Gegend. Da werden im Sommer dann immer Theaterstücke aufgeführt. Ich muss zugeben, ich habe selber noch keins dort gesehen. Vielleicht mal als kleines Kind, aber da erinnere ich mich nicht mehr großartig dran. Be free with me.
den Waldsee haben wir jetzt hinter uns gelassen und wir steigen jetzt auf. Hier hat es noch eine weitere Schutzhütte. Wunderbar. Also hier kann man wirklich überall schön Pause machen. So, und hier geht's lang auf die letzten Meter. Wir sind jetzt hier an der Freilichtbühne angekommen, ja, und dementsprechend ist auch hier die Wanderung zu Ende. Es ist nur mal weit bis zum Auto, irgendwie noch 200 Meter oder sowas. Zeit für ein Fazit. Ah, der hat dich im Fokus hier. Haha, ja. Merkst du was? Merkst du was? Genau, also ich fand es eine sehr schöne Wanderung. Fandst du auch schön? Ja. War abwechslungsreich, gab viel zu sehen, schöne Waldwege. Kann ich also nur weiterempfehlen. An der Stelle ist es für uns dann auch Zeit, Tschüss zu sagen. Wir bedanken uns herzlich fürs Reinschauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen nach oben da lassen. Wer noch nicht hat, den Kanal jetzt auch gerne abonnieren und die kleine Glocke drücken, damit ihr auch kein weiteres Video mehr verpasst. Genau, in dem Sinne, macht's gut. Ciao. Nicht sein. Das ist hier die Frage.